Die Welt ist bestimmt durch den Coronavirus und wir alle sind aufgefordert, unsere Mitbürger zu schützen und uns selber zu schützen, indem wir Menschenansammlungen meiden, möglichst zu Hause bleiben, im Homeoffice arbeiten und uns aufpassen. Das ist ganz wichtig hier im Kinderpalliativzentrum, weil wir für unsere Patienten weiterhin verlässlich da sein wollen. Es ist absehbar, dass Jugendliche, Kinder mit schweren Erkrankungen auch befallen werden vom Coronavirus und uns hier auf der Kinderpalliativstation benötigen. Weiterhin ist absehbar, dass Eltern von diesen Kindern zu Hause sich infizieren werden und ihre Kinder nicht weiter versorgen werden können. Auch dafür müssen wir da sein, verlässlich da sein. Und wir schaffen jetzt schon Kapazitäten, damit wir unsere Patienten, falls sie infiziert sind, hier auf der Station beatmen können. Wir tun alles, um weiter für die Familie da zu sein und wir freuen uns, wenn wir bei diesem Tun Ihre Solidarität haben. Wir sind mit sehr großer Vorfreude in dieses Jahr 2020 gestartet, um unser 10-jähriges Jubiläum zu feiern. Das ist ja jetzt aus den bekannten Gründen leider nicht möglich und deshalb sagen wir unser Leben gestalten fest ab am 6.6. und auch die schönen Vorhaben, die wir hatten mit unseren Lichtklänge-Veranstaltungen monatlich, können zunächst erstmal nicht stattfinden. Vielleicht sieht das im Sommer schon anders aus, dass man auch draußen etwas gemeinsam machen kann, das wird sich zeigen. Trotzdem möchten wir natürlich gerne darauf hinweisen, dass wir das nachholen möchten und ja, die andere Seite eben auch. Ohne Ihre Hilfe wäre das Kinderpalliativzentrum ja gar nicht denkbar und gar nicht entstanden. Und wir möchten betonen, dass wir im Zeichen der Solidarität für die Familien und für die erkrankten Kinder halt handeln und dass das das Wichtigste ist, dass die Versorgung weiterläuft, dass wir gesund bleiben, soweit es möglich ist und dass hier alles aufrechterhalten werden kann. Die nächsten Monate werden sicher nicht einfach. Trotz und vor alledem müssen wir gerade jetzt weiter ein verlässlicher Partner für die Familien hier auf der Station Lichtblicke sein. Wir alle hoffen sehr, dass wir Sie ganz bald wieder hier persönlich begrüßen dürfen und dass wir auch unser Jubiläum gemeinsam mit Ihnen hier ganz bald feiern können. Bis dahin halten wir Sie nun erstmal auf unserer Homepage unter www.kinderpalliativzentrum.de unter der Rubrik Aktuelles auf dem Laufenden. Dort werden Sie verfolgen können, wie wir hier mit der Corona-Krise umgehen und was das für das Kinderpalliativzentrum bedeutet. Solange wir uns nicht persönlich sehen können, schauen Sie doch immer mal wieder rein. Bleiben Sie gesund.